Und ich rufe nun Top 20, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz über den Bürgerbeauftragten des Landes Hessen und den Landesbeauftragten für die hessische Polizei, Drucksache 20-4027 zu 20-2083. Mit Top 21, die zweite Lesung des dringlichen Gesetzentwurfs Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz über die unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte oder den unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes Hessen auf Drucksache 20-4028 zu 20-3524. Und schon da vorne am Rednerpult für die Berichterstattung ist Herr Frömmrich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Berichterstattung. Schlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD gegen die Stimmen der SPD, Die Linke bei Enthaltung der FDP. Dann komme ich zur Drucksache 4028. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Hauptausschusses zum dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der CDU. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum den dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-4025 anzunehmen. Das Abstimmungsergebnis CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen die SPD, AfD, Die Linke bei Enthaltung der Freien Demokraten. Und Sie haben sich auch als Erster zu Wort gemeldet. Ja. Das ist nett. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir mit den Beratungen über den Gesetzentwurf zur Schaffung der Stelle des Bürger- und Polizeibeauftragten für Hessen auf die Zielgerade zugehen. Mit der Einrichtung dieser Stelle setzen wir einen weiteren wichtigen Punkt unserer Koalitionsvereinbarung um. Und das freut uns natürlich, dass wir dies nun auf die Zielgerade zubewegen. Nach Rheinland-Pfalz, nach Baden-Württemberg und nach Schleswig-Holstein wird Hessen dann das vierte Bundesland sein, das über eine derartige Stelle verfügt. Der oder die Bürgerbeauftragte oder Polizeibeauftragte soll das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere demokratischen Institutionen stärken. Er oder sie soll größere Transparenz in staatliches Handeln schaffen und Anlaufstelle für Menschen sein, die sich mit Problemen, Beschwerden oder Anregungen an den Staat wenden wollen. Die Funktion des Polizeibeauftragten hat die Aufgabe, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei zu stärken, den Dialog mit den Polizeibehörden zu unterstützen, begründeten Beschwerden nachzugehen und nach Möglichkeit Abhilfe zu schaffen. Auch Eingaben aus dem innerdienstlichen Bereich sollen nachgegangen werden. Auch hier sollen Konflikte unbürokratisch gelöst werden. Wir hatten im Hauptausschuss eine sehr interessante Anhörung, die die ganze Bandbreite von Meinungen zu diesem Thema abgebildet hat. Die Bürger- und Polizeibeauftragte aus Baden-Württemberg, aus Rheinland-Pfalz und der Beauftragte aus Thüringen haben grundsätzlich begrüßt, dass auch Hessen eine derartige Stelle bekommen soll. Wir hatten die Stellungnahme des Bundes der deutschen Kriminalbeamten, der die Einrichtung der Stelle begrüßte. Ich zitiere: Aus den vorgenannten Gründen erachten wir die Einführung einer unabhängigen Beschwerdestelle, die als Hilfsorgan des Landtags im Rahmen der parlamentarischen Kontrollrechte tätig wird, für erforderlich und begrüßen die mit beiden Gesetzentwürfen formulierte Absicht, eine solche Stelle einzurichten. Das ist doch ein Lob auch vom Bund deutscher Kriminalbeamter. Oder die Stellungnahme von Professor Beuerle, Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung. Zitat: Aus rechts- und sozialwissenschaftlicher Perspektive ist die Schaffung einer unabhängigen Bürgerbeauftragten, Polizeibeauftragten uneingeschränkt zu begrüßen. Den regelmäßig vorgetragenen Einwänden gegen Letztere lassen sich zahlreiche Argumente aus empirisch untermauerten Studien entgegenhalten. Auch das bestärkt uns in unserer Meinung, diese Stelle schnellstmöglich einzurichten. Nach Auswertung der Anhörung haben wir gesehen, dass zwei Punkte immer wieder thematisiert wurden. Das eine war die Frage der Wahl des Bürger- und Polizeibeauftragten und zum anderen die Frage der Abgrenzung zum Petitionsbereich. Diese Anregungen haben wir in Form eines Änderungsantrags aufgenommen. Wir halten es für sinnvoll,
dass eine oder ein Bürgerbeauftragte, die beim Landtag angesiedelt werden soll, auch vom Landtag auf Vorschlag der Fraktionen gewählt werden soll. Darüber hinaus war es uns wichtig, eine klarere Abgrenzung zum Petitionsverfahren herzustellen. Am Ende entscheidet der Petitionsausschuss, ob es eine Petition oder eine Eingabe für den Bürgerbeauftragten ist. Auch das finde ich eine gute Lösung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Durch die Schaffung dieses niederschwelligen Angebots wollen wir einen wichtigen Beitrag zur Konfliktlösung leisten. Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass die Angebote von Bürgerinnen und Bürgern im Land angenommen und nachgefragt werden. Aus unserer Sicht ist der oder die Bürgerbeauftragte und Polizeibeauftragte Vermittlerin, Brückenbauerin und Moderatorin. Die Person soll Konfliktparteien zusammenbringen, ausgleichend wirken, moderieren. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die gut angesiedelt ist hier beim Hessischen Landtag. Die Funktion der oder des Polizeibeauftragten soll eben nicht, wie manche behaupten, Misstrauen gegen Polizei schüren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine sehr engagierte und gute und erfolgreiche Polizei in Hessen. Die überwiegende Mehrheit der Beamtinnen und Beamten leisten hervorragende Arbeiten ohne Beanstandung, rechtsstaatlich einwandfrei. Die Stelle des Polizeibeauftragten ist aber ein deutliches Signal, dass Beschwerden und Kritik über Polizeieinsätze oder einzelne Beamtinnen und Beamte konsequent nachgegangen werden muss. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten Bilder und Berichterstattungen gesehen, die nicht dem Bild entsprechen, das wir von der hessischen Polizei sehen wollen. Computerabfragen, Drohmails, rechtsextreme Chatgruppen geben deutlich Anlass zur Kritik. Eine Aufklärung dieser Vorgänge ist nicht nur im eigenen Interesse der Polizei. Die Aufklärung muss auch erfolgen, um die Integrität der Polizei zu schützen. Und deswegen brauchen wir eine solche Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will es noch einmal sagen, nicht Misstrauen, sondern der Schutz der Integrität der staatlichen Institutionen ist unabdingbar. Herr Frömmrich, lassen Sie eine Frage des Abgeordneten Graf zu? Die Integrität der staatlichen Institutionen ist unabdingbar, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Bevölkerung in diese Institutionen zu erhalten oder verloren gegangenes Vertrauen zurückzubekommen. Wir statten die Polizei mit Rechten aus in einem freiheitlichen, rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen, das sonst kein anderer hat. Sie ist Teil der staatlichen Gewalt und kann gesetzlich legitimiert unmittelbaren Zwang anwenden. Und weil Polizei solche Befugnisse hat, weil sie als einzige in legitimer Weise Gewalt anwenden darf, muss sie auch einer besonderen demokratischen Kontrolle und Beobachtung unterliegen. Und das ist Ziel dieses Entwurfs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die oder der Polizeibeauftragte spielt aus unserer Sicht hier eine wichtige Rolle. Aus diesem Anlass, deswegen hat auch der Innenminister diese Stelle in sein Maßnahmenpaket zur Polizei, zur Neuorganisation der Polizei aufgenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Instrument der oder des Polizeibeauftragten stärkt die Bürgergesellschaft in unserem Land und ist ein wichtiger Baustein der Politik des aktiven Bürgerdialogs. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das Gesetz dann auch auf der Zielgerade zum Erfolg bringen, dass wir dann hier eine Stelle geschaffen haben, es von vielen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land wahrgenommen wird und sich viele Bürgerinnen und Bürger freuen, dass sie eine Stelle haben, die niedrigschwellig ihnen bei ihren Anliegen hilft und die auch in Konfliktfällen mit der Polizei klare Signale sendet und diesen Problemen auch nachgeht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. War fast eine Punktlandung. Nun darf ich Herrn Gar von der AfD ans Rednerpult bitten. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, wenn ich den Herrn Frömmrich hier reden höre,
dann stellt sich mir wirklich die Frage, ob diese ganzen Dinge, die durch den Bürger- bzw. Polizeibeauftragten geleistet werden sollen, tatsächlich so geleistet werden können, beziehungsweise ob wir sie nicht jetzt schon haben. Weil das wäre nämlich meine Zwischenfrage gewesen. Sie haben gesagt, dem muss konsequent nachgegangen werden. Ja, das impliziert im Endeffekt, dass das jetzt nicht so ist. Und dem muss ich ganz deutlich widersprechen, weil das ist jetzt auch schon so. Und zwar ohne den Polizei- und Bürgerbeauftragten. Und jetzt möchte ich uns ganz gerne nochmal die Anhörung zu diesem Punkt in Erinnerung rufen. Herr Frömmrich, Sie haben es clever gemacht. Ja? Sie haben die wenigen hier erwähnt, die für den Polizei- bzw. Bürgerbeauftragten waren. Es ist aber eben nicht so gewesen, weil bei den Rechtsexperten waren bis auf einen, waren sie alle dagegen. Städte und Gemeinde waren dagegen. Gewerkschaften bis auf eine, die Sie hier gerade angebracht haben, waren dagegen. Doch, das war so. Ja? Weitere Anzuhörende waren dagegen. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn so viele dagegen waren, ja, wer war denn also dafür? Und wer dafür war, das haben Sie auch schon erwähnt, und zwar die drei Bürgerbeauftragten der anderen Bundesländer. Nun, wen wundert's? Ja? Denn die Bürgerbeauftragten der anderen Länder sägen natürlich nicht an dem Ast, auf dem sie sitzen. Ich stelle mir gerade vor, ich bin Bürgerbeauftragter aus Thüringen oder irgendeinem anderen Bundesland, und ich komme zurück, ja, und berichte meinem Ministerpräsidenten, beziehungsweise er hat es mitbekommen, dass ich hier im Hessischen Landtag gesagt habe, also der Bürgerbeauftragte ist Quatsch, den brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Also das ist eigentlich kein Argument für diesen Gesetzentwurf. Zudem sind für den Polizeibeauftragten die Vertreter von Copwatch und der Anne-Frank-Stiftung gewesen. Aber es dürfte jedem klar sein, welche Meinung diese Damen und Herren vertreten. Man könnte genauso gut Greenpeace und Fridays for Future zum Ausbau der A49 befragen. Das Ergebnis dürfte klar sein. Ja, ja, ich habe da kein Problem mit. Sie dürfen gerne fragen. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu, Herr Gab. Eine Zwischenfrage zu, wie Herr Frömmrich gerade. Ich möchte ganz gerne mit meiner Zeit durchkommen. Am Ende können wir uns gerne noch mal unterhalten. Zumal ein Vertreter sich bereits darüber aufregte, und da sieht man die Denkweise dieser Leute, ja, bereits darüber aufregte, wenn er am Flughafen eine ebenso einfache wie alltägliche Frage eines Polizeibeamten gestellt bekommt, ja, ob er beispielsweise aus der Türkei eingereist sei. Eine völlig unverfängliche Frage, wenn da irgendeine Vermischung stattfindet und. Ja. Darüber hat sich einer dieser Vertreter dieser Organisation nun mal aufgeregt. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht sollten diese Leute, ja, ich will niemandem was Böses, ja, aber diese Anzuhörende mal an sich selbst und an ihren Vorurteilen gegenüber unserer Polizei arbeiten. Darüber hinaus haben die Bürgerbeauftragten auf meine Frage hin zu Anliegen von Polizeibeamten, also mit welchen Anliegen die Polizeibeamten in ihren Ländern an sie herantreten, wenig Überraschendes geantwortet, und das habe ich auch in der Anhörung gleich angemerkt, ja, nämlich, dass die Anliegen der Polizisten nur allgemeiner Natur, wie beispielsweise die schlechte Einsatzverpflegung, Beförderungen, Ausstattung etc. waren. Es sind eben nicht versteckte Straftaten von irgendwelchen Kollegen oder nicht vorhandene extremistische Netzwerke, ja, die man vermutet. Seitens der Bürgerbeauftragten der anderen Länder wurde auch noch eingewendet, dass die Stelle doch hoch zu dotieren sei. Also sie muss hoch dotiert sein. Die Begründung war, da man sich schließlich auf Augenhöhe argumentieren müsse. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, denn wir sollten uns immer auf Augenhöhe begegnen, auch dann, wenn jemand weniger gut dotiert wird, meine Damen und Herren. Weiterhin möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass sich unsere Bürger an den Petitionsausschuss, an Behördenleiter, an uns Abgeordnete, an ihre Bürgermeister, an die Staatsanwaltschaft, an Gewerkschaften, an Personalräte und so weiter bereits jetzt wenden können. Wir brauchen den Bürger und insbesondere den Polizeibeauftragten nicht. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Punkt. Wie verhält es sich eigentlich, wenn jetzt tatsächlich dem Bürgerbeauftragten mal gemeldet würde, ein Polizeibeamter hat vielleicht eine Straftat begangen? So, dann bekommt der Bürger oder der Polizeibeauftragte Kenntnis davon. Was macht er dann?
Er informiert die Staatsanwaltschaft richtigerweise und gibt das ganze Ding an die Staatsanwaltschaft ab. Denn er hat überhaupt keine Zuständigkeit, weil die Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit hat. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Und wir haben erstens dann den teuersten Postbeamten Hessens geschaffen. Und zweitens, dieses Gesetz stärkt die Polizei eben nicht, sondern führt zu einer weiteren Schwächung einer ohnehin schon hier in Hessen geschwächten Polizei. Außerdem haben wir 137 Bürgerbeauftragte, und zwar uns alle. Auch dies ist in der Anhörung durch einen der Anzuhörenden hier mitgeteilt worden. Mir persönlich ist das keine Überraschung, aber anscheinend ist es für einige von Ihnen eine Überraschung gewesen. Glücklicherweise wurden Sie von den Anzuhörern nochmal darauf hingewiesen. Dennoch soll ein weiterer, ein 138. Bürgerbeauftragte geschaffen werden. Ein 138. So, das hätten Sie auch einfacher haben können, denn wenn Sie nach der Wahl den Wählerwillen umgesetzt hätten, das heißt das Wahlergebnis entsprechend abgebildet hätten, den Proporz vernünftig gebildet hätten, hätten wir 138 MDLs. Natürlich hätten wir eine Pattsituation dann hier im Landtag, die überhaupt nicht gewünscht ist. Sie können gerne hierzu, zu diesem Thema, nochmal meinen Kollegen Klaus Gagel bei ihm nachfragen. Er erklärt Ihnen sicherlich gerne nochmal ausführlich, wie man das vernünftig macht. Unterm Strich können wir also festhalten, auch wenn die Idee eines Bürgerbeauftragten grundsätzlich einen gewissen Charme hat, auch das habe ich hier schon mal geäußert, ist er nicht nötig und wir sollten hier Steuergelder nicht unnötig verschwenden. Wenn wir Abgeordnete unsere Bürger vernünftig vertreten, immer und überall ein offenes Ohr für sie haben und ihnen hilfsbereit zur Seite stehen, dann brauchen wir den Bürgerbeauftragten, insbesondere den Polizeibeauftragten, nicht. Wir lehnen den Bürgerbeauftragten, insbesondere den Polizeibeamten, aus unter anderem den von mir eben genannten Gründen ab. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Kollege Gab. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Wilken, Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir brauchen eine Beauftragte auch für Polizei. Die Darstellung, die wir gerade gehört haben, aus der Binnensicht der Polizei, hat das gerade mal wieder eindrucksvoll belegt. Das ist kein Misstrauen, sondern die Erkenntnis, dass wir realen Missständen entgegentreten müssen, diese realen Missstände abstellen müssen. Wir haben dazu einen aus unserer Sicht guten Entwurf von der SPD-Fraktion vorliegen, der Beauftragten weitgehende Befugnisse gibt, diese Missstände aufzudecken und abzustellen. Im Vergleich dazu ist der Entwurf der Regierungsfraktionen ein zahnloser Tiger. Entlarvend sollte doch allen, die an der Anhörung teilgenommen haben, aufgefallen sein, dass diejenigen, die eigentlich keinen Beauftragten wollen, mit dem Regierungsentwurf sehr gut leben können. Das heißt also, es wird sich nichts ändern, wenn wir den Regierungsentwurf beschließen. Das erinnert mich ein bisschen wie damals die Diskussion mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Da steht draußen ein
prachtvoller Name drauf, drinnen steht nichts drin. Deswegen werden wir dem SPD-Entwurf zustimmen und den Regierungsentwurf ablehnen. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 21. Januar dieses Jahres hat die SPD-Fraktion den Gesetzentwurf für die Richtung der Stelle eines Bürgerbeauftragten und Landesbeauftragten für die hessische Polizei eingebracht mit einem Gesetzentwurf. Am 1.9. dieses Jahres gab es den dringlichen Gesetzentwurf von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Weil vorhin gesagt wurde, Koalitionsvertrag ist ja für Sie die Bibel. Sie hatten übrigens in der Koalitionsvereinbarung von 2014 bis 2019 schon einen Ombudsmann oder Ombudsfrau drinstehen. Haben Sie auch nicht umgesetzt. Also ich würde jetzt nicht immer nur davon ausgehen, dass im Koalitionsvertrag alles umgesetzt wird, was Sie mal verabredet haben. Das mal so als kleine Randbemerkung. Und man sieht ja, es hat schon arg lang gedauert. Und man sieht ja auch an den Ergebnissen, dass es Unterschiede gibt. Richtig ist allerdings, um auf die Anhörung zu kommen, die wir natürlich ernsthaft auswerten. Also, da gibt es schon eine selektive Wahrnehmung des einen oder anderen, aber auch geschenkt an der Stelle. Jedenfalls ist die Schaffung eines Bürgerbeauftragten, eines Beauftragten für die Polizei rechtlich eindeutig zulässig, weil das ja hier negiert wird. Das ist rechtlich eindeutig zulässig. Und in der Sache, meine Damen und Herren, ist das auch berechtigt. Warum? Nicht, weil es einige Bundesländer schon haben. Übrigens war es ja sehr interessant, den einen oder die andere Bürgerbeauftragte, ich fand die Bürgerbeauftragte aus Baden-Württemberg interessant, gesundes Selbstbewusstsein, er kommt ja auch von den Grünen, aber gut, gesundes Selbstbewusstsein. Aber bemerkenswert, wie sie ausgestattet war von der Stelle. Es war eine B3-Stelle und 2 bis 3 Mitarbeiter, so hat sie es gesagt, muss auch noch selber fahren. Ich komme aus Nordhessen, bin vom Grundsatz her schüchtern. Aber, diese Stelle war mit 2 bis 3 Mitarbeitern ausgestattet, und sie musste sogar noch selber fahren. Also die Frau hat mir auch schon an der einen oder anderen Stelle leid getan. Und das zeigt, wenn man so eine Stelle, und dass der Bürgerbeauftragte und der Polizeibeauftragte kommt, ist unstrittig, dass man die Stelle auch ordentlich ausstattet. Was soll der machen? Ich habe das mal so formuliert. Das soll ein Lotse durch das Behördendicht und die Behördenstrukturen sein. Ja, es gibt Menschen, die haben Beschwerden, aber die gehen nicht an ein Ministerium. Und der Innenminister hatte ja mal die ganz nette Idee, es gäbe ja schon, das war noch vor einigen Monaten, dass er sagt, es gibt ja Instrumentarien, eigentlich wollen wir das gar nicht. Das hat er jedenfalls zu dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion gesagt. Man könnte ja eine Dienstaufsichtsbeschwerde machen. Das ist nun, wer ein bisschen sich in der Verwaltung auskennt, ein ganz scharfes Instrument. Also, solche Instrumente reichen nicht aus, und es gibt Menschen, die wenden sich nicht an ein Ministerium, wenn es Probleme mit Mitarbeitern eben aus Ministerien kommt. Deswegen ist eine neutrale Instanz der richtige Ansprechpartner. Und in unserem Gesetzentwurf, wir mussten jetzt nicht nacharbeiten wie die Koalition, ist die Abgrenzung zum Petitionsbereich klar geregelt. Ich habe das bei der Einführung, bei der Einbringung unseres Gesetzentwurfs gesagt, die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss leisten eine gute Arbeit. Das soll auch weiterhin so sein. Das, was Petitionsbereich ist, gehört in den Petitionsausschuss. Aber darüber hinaus gibt es Anliegen, die können dann auch vom Bürgerbeauftragten geleistet werden. Hat übrigens die Kollegin aus Rheinland-Pfalz, die dortige Bürgerbeauftragte, klar bestätigt, die Abgrenzung ist auch möglich. Die haben ein anderes System, aber man kann das vernünftig voneinander trennen. Und deswegen, ähnlich wie der Datenschutzbeauftragte, soll diese Person auch vom Hessischen Landtag, dem souverän gewählt werden können. Das ermöglicht eine stärkere Unabhängigkeit, stärkere Stellung. Und deswegen ist der Änderungsantrag der Koalition immerhin so ausgelegt, dass immerhin jetzt die Fraktionen großzügigerweise auch Personalvorschläge machen dürfen. Das finde ich einen Fortschritt. Man muss das an der Stelle auch fairerweise sagen, weil das war schon ein komischer Vorschlag, um es nett zu formulieren. Und ich will an der Stelle auch sagen, die Grünen haben sich mit dem Gesetzentwurf durchgesetzt. Der Gesetzentwurf ist ja keine Idee der CDU. Der Innenminister wollte es nicht. Ganz klar hat er zu unserem Gesetzentwurf gesagt, sei nicht nötig. Und der Gesetzentwurf von beiden enthält auch die Schaffung eines Polizeibeauftragten. Ja, die ist dringend notwendig. Und das, was wir eben von einer Fraktion gehört haben, war ja abenteuerlich. War ja ziemlich abenteuerlich und neben der Kappe, um das mal salopp zu formulieren. Nur weil ich eine unabhängige Kontrollinstanz schaffe, diskreditiere ich damit nicht alle Polizeibeamtinnen und Beamten. Das machen diejenigen, die das genau
missbrauchen. Und deswegen, ist ja eine solche Stelle nötig. Die Instrumente, die es bisher gibt, reichen noch nicht aus. Also ein Ansprechpartner im Innenministerium für Polizeibeamte ist fast gar nicht in Anspruch genommen worden. Das liegt auch ein bisschen in der Struktur des Systems. Und insofern muss man eine Kontrollinstanz schaffen, die unabhängig ist. Und das können wir beim Datenschutzbeauftragten schon, glaube ich, gut nachvollziehen. Es ist eine Behörde, die ist anerkannt. Sie ist vom Landtag gewählt, hat eine starke Stellung. Das hat auch noch etwas mit der Besoldung zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir sagen, Besoldungsgruppe B7 ist angemessen, um auch in der Behördenhierarchie entsprechend tätig werden. Und das Argument, das kostet Geld, ja, die AfD-Abgeordneten kosten auch Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer mit diesem Totschlagargument kommt, muss es auch gegen sich wenden lassen. Wir werden Änderungsanträge noch zu unserem Gesetzentwurf einbringen. Deswegen beantrage ich, Herr Präsident, für beide Gesetzesinitiativen die dritte Lesung. Weil das, was wir aus der Anhörung auch mitgenommen haben, wir machen einen Vorschlag, dass der Polizeibeauftragte auch anonymen Beschwerden und Hinweisen sich annehmen kann. Ich sage mal Stichwort Whistleblower. Das ist ein Ansatz, den halten wir gerade in dem Bereich für richtig und wichtig. Und die Gefahr, dass dann Personen kommen, die wirr sind, die unberechtigt die Vorwürfe erheben, die gibt es jetzt auch, die gibt es auch im Petitionsbereich. Aber ich glaube, die kann man relativ schnell ausfiltern und wissen, ist das ein Querulant oder ist das ein berechtigtes Ansehen. Das ist kein Argument zu sagen, wir brauchen keinen Polizeibeauftragten. Was wir wollen, ist gerade das Vertrauen auch stärken in die Institutionen des Staates. Wir wollen ja hier nicht eine Politik von Trump, der alles in Abrede stellt, sondern die staatlichen Institutionen, die nach Recht und Gesetz handeln, sollen sich auch verteidigen können. Sie müssen sich aber auch rechtfertigen. Und das ist eine Kontrollinstanz wie der Bürgerbeauftragte. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Notwendigkeit besteht. Wir wünschen uns, und das ist dann auch ein Hinweis in Richtung CDU und Grüne, ob der Bürgerbeauftragte, die Bürgerbeauftragte der Polizei eine Erfolgsstory wird, hängt auch wesentlich davon ab, welche Person durch den Hessischen Landtag gewählt wird. Das haben die Bürgerbeauftragten aus den Ländern, wo es gibt, ganz klar gesagt. Das schienen mir auch anerkannte Persönlichkeiten sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Es darf nicht in parteipolitische Strukturen ausdiskutiert werden oder gehandelt werden. Und da sind wir mal sehr gespannt, was es dann für Personaldiskussionen an der Stelle gibt. Wir sind für eine unabhängige Instanz. Wir wollen die Bürgerrechte stärken. Es stärkt auch den demokratischen Rechtsstaat. Und wie gesagt, alle anderen Dinge, die behauptet wurden, sei rechtlich nicht zulässig, sei überflüssig, das ist ziemliches dummes Zeug, das ist Unfug. Die Anhörung hat das bestätigt. Es wird einen Bürgerbeauftragten, es wird einen Polizeibeauftragten geben. Das ist die gute Nachricht. Wir machen noch Änderungsanträge. Und deswegen kann die Koalition ja noch einmal überlegen, ob sie die ein oder andere Anregung, die sich an der Sache orientiert, übernimmt. Und vielleicht kommt man am Schluss zu einem gemeinsamen Ergebnis. Wäre auch nicht die schlechteste Sache. Und deswegen ist das gut so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg Uwan, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich habe zur Vorbereitung der Debatte noch einmal unsere Debatte vom 2. September 2020 nachgelesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Freien Demokraten da einiges angesprochen haben, was ganz offensichtlich jetzt auch mehrheitsfähig hier in diesem Hause ist. Ich hatte angesprochen, ich würde gerne den Kollegen Frömmrich vor mir sehen und nicht hinter mir reden hören, weil ich ihn jetzt ansprechen möchte. Wir hatten angesprochen bei der Abgrenzung hin zum Petitionsausschuss, ich hatte das angesprochen, dass da eine entsprechende Klarheit fehlen würde. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung nicht in dem Gesetzentwurf, wie Sie ihn eingebracht haben, notiert ist. Kollege Frömmrich hatte nichts Besseres zu tun, als hereinzurufen, das steht doch drin. Er brüllt es wieder rein. Komischerweise ändert das jetzt aber. Also habe ich das Gefühl, dass er damals ein bisschen Unwahres gesagt hat, und jetzt will er das, was er vergessen hat zu tun oder was er übersehen hat, aber was er mit einer doch sehr Vehemenz, kann man dem Protokoll entnehmen, hier vorgetragen hat, dass er das wieder relativiert. Okay, Sie haben gelesen, Sie haben gelernt,
Ob das Benehmen sich geändert hat, haben wir eben gesehen, offensichtlich nicht. Punkt 2, Vorschlag. Ich hatte gefragt, was es denn soll, dass das Vorschlagsrecht ausschließlich bei der Landesregierung liegt. Sie haben anscheinend erkannt, dass das nicht optimal ist, wie Sie es geschrieben haben, und Sie haben es jetzt geändert. Also könnte man sagen, das, was in der ersten Lesung hier gesagt worden ist, das haben Sie jedenfalls begrenzt nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch in Gesetzesänderungstext fixiert. Aber ansonsten, und da bin ich leider auch vollkommen anderer Auffassung als der Kollege Günter Rudolph, also die Anhörung kann man gar nicht falsch bewerten. Man muss es einfach nur lesen. Man muss es einfach nur lesen. Und das ist ja, ich war auch die ganze Zeit sogar dabei, lieber Kollege Rudolph, aber das, wie Sie das eben dargestellt haben, dass das alles Unsinn gewesen sei, was der Kollege Graf gesagt hat, mitnichten. Dann waren Sie anscheinend bei dieser Teilmenge der Anhörung jedenfalls nicht aufmerksam gewesen. Also bei dem Bereich Polizei fand ich spannend, das sagen Sie jetzt diesmal nicht, ansonsten sagen Sie es immer, dass ein leitender Mitarbeiter der Landesregierung es gut gefunden hat, dass ein entsprechender Polizeibeauftragter eingesetzt werden soll, nämlich der Landespolizeipräsident. Finde ich irgendwie ein bisschen quer, dass in einer Anhörung über einen Gesetzentwurf des Landtages, wenn auch leitende, aber Mitarbeiter der Landesregierung meinen, sie müssten dort auch ihre Meinung sagen. Ja, aber der hat Sie diesmal unterstützt, lieber Kollege Rudolph, und ich finde es falsch. Und er war der Einzige fast gewesen, der das unterstützt hat. Der Einzige, der noch unterstützt hat aus dem praktischen Bereich, war der BDK. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum. Die Begründung war auch nicht irgendwie nachvollziehbar, für mich jedenfalls nicht nachvollziehbar. Aber die von den beiden großen Polizeigewerkschaften, von der ganz großen und von der halbgroßen, waren halt andere Argumentationslinien hier zu hören. Und ich gebe zu, die FDP hat das überzeugt. Die hat das überzeugt, dass es nicht noch von außen eine dritte oder vierte Instanz geben soll, sondern dass es etwas damit zu tun hat, wie man sich intern organisiert. Und jetzt bitte mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal ein bisschen entspannter sein bei der Frage, wie kann man Demokratie in der Polizei noch weiter stärken. Also erst einmal, indem wir mal hier noch einmal alle festhalten, dass es keine rechtsradikalen Tendenzen in der hessischen Polizei gibt. Überhaupt nicht. Es gibt Auswüchse. Ja, es gibt Auswüchse. Aber es gibt keine Tendenzen. Ich gebe zu, ich kann das auch bald nicht mehr hören, weil das ist natürlich ganz bewusst Politik, die die Linken hier immer wieder auf das Tablett packen wollen, um selbst ihr Versagen im Bereich mit, naja, wie gehe ich mit Legitimität um, wie gehe ich mit, also legal, illegal. Früher hatten wir in den Anfang der 70er Jahre noch ein drittes Wort da hinten draufgepackt, um das dann zu dokumentieren. Nein. Wir haben Aufgaben zu lösen. Wissen Sie, wenn ich von Ihnen mal hören würde, was die Terroristen gerade in Marburg, zwischen Marburg und Kassel mit den Polizeibeamten machen, wenn ich da von Ihnen mal einen einzigen Satz hören würde, dann würde ich sagen, jawohl, klasse, Frau Wissler, Sie sind auf keinem Auge blind. Aber Sie sind ja so blind auf dem linken Auge, dass Sie gar nicht mehr sehen, dass die Linken alles machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es aber nicht zu den sogenannten Aktivisten sagen, sondern wieder zur Polizei. Ein Moment, Herr Kollege, meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich wieder. Kollege Dr. Hahn hat das Wort, bitte. Aber klar doch, sind da welche drunter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen, dass die Polizei im Staate Hessen genauso wie in der Bundesrepublik Deutschland eine demokratische Unterstützung des demokratischen Rechtsstaates sind und bleiben. Und dann müssen wir Strukturänderungen vielleicht, nicht wir, das muss der hessische Innenminister machen, durchführen. Wir müssen vielleicht bei der Einstellungspraxis, nicht wir, sondern Sie, noch ein bisschen kritischer sein, obwohl ich ja zu Recht gerügt worden bin von Peter Beuth in einer der Debatten in diesem Jahr, als ich gesagt habe, die Polizei sei ein Querschnitt der Gesellschaft. Und er sagte, nein, das sind wir nicht, sondern wir sind schon einmal in der Selektion besser, ist das das richtige Wort, jedenfalls weniger gefährdet, radikale Tendenzen zu übernehmen. Deshalb, ich glaube nicht, dass ein Polizeibeauftragter diese Probleme lösen kann.
Eine vorletzte Bemerkung. Beachtlich fand ich den Auftritt der grünen ehemaligen Landtagsabgeordneten Baden-Württemberg, die sich als Wahlqueen hier verkauft hat und die erklärt hat, dass sie alle Wahlen bisher alle restlos gut gewonnen hätte. Und eigentlich ist es eine Ehre für das Land Hessen, für das Land Baden-Württemberg, sei Entschuldigung, dass sie jetzt das Amt übernommen habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich leide nicht an Selbstbewusstsein. Aber das war so etwas von arrogant, sodass ich jede Ihrer Bemerkungen auch danach überprüft habe beim Lesen, ist das auch arrogant oder ist es das nicht. Aber in einem Punkt können wir uns einigen. Wenn Sie jetzt schon bei der Frage des Vorschlagsrechts auf unsere, die freie demokratische Linie, eingeschwenkt sind und nicht mehr Landesregierung, sondern dass es das Parlament ist, ändern wir doch zwischen der zweiten und der dritten Lesung auch noch das Quorum. Wenn wir dann sagen, zwei Drittel des Hauses wählen den Beauftragten, ich glaube, dann könnte sich die FDP auch überlegen, ob sie noch einmal sich bewegt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Hahn. Nächste Rednerin ist die Kollegin Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Astrid, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns jetzt in der zweiten Lesung, haben eine sehr breite Anhörung im Haupt- und Innenausschuss hinter uns gebracht. Ich glaube zunächst einmal, das stelle ich zumindest für die Mehrheit des Hauses fest, dass man sich doch einig ist, dass es gut ist, wenn wir ein weiteres Angebot schaffen, um den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere neutrale Anlaufstelle an die Hand zu geben, an die sie sich wenden können, wenn Sie ein Anliegen betreffend einer Landesbehörde haben. Und dann kommt eigentlich auch schon das Trennende. Wenn ich eben hier Ausführungen höre der Opposition, in denen es heißt, dass die CDU-Fraktion diesen Gesetzentwurf gar nicht mitträgt, finde ich das ehrlich gesagt etwas, habe ich Sie auch gar nicht gemeint, finde ich das schon etwas vermessen. Weil Sie offensichtlich meinen, das Innenleben einer Koalition zu kennen. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, Sie wissen offensichtlich gar nichts. Sie haben offensichtlich auch meiner letzten Rede bei der ersten Lesung nicht zugehört. Ich habe ausdrücklich die Einführung begrüßt. Und ich will an der Stelle sagen, es ist für uns eine weitere Anlaufstelle. Ich möchte ausdrücklich, das haben andere auch schon getan, aber natürlich dem Petitionsausschuss, dem Petitionsreferat, dem Bürgertelefon in der Staatskanzlei, dem dortigen Bürgerreferat und allen weiteren Anlaufstellen natürlich auch ganz herzlich danken für die wertvolle Arbeit, die sie jeden Tag leisten. Aber es ist auch völlig richtig, wenn wir doch merken, dass es womöglich ein Bedürfnis gibt, noch eine weitere Stelle zu schaffen für die Bürgerinnen und Bürger, dass wir diesem Ansinnen auch nachkommen. Und es ist völlig richtig, wir haben einen Bürgerbeauftragten auf der einen Seite und zugleich einen Polizeibeauftragten auf der anderen Seite in einer Person. Und ich möchte jetzt ein wenig auf die Anhörung eingehen. Und das ist auch schon hier wiedergegeben worden. Es war eine Anhörung mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ganz speziell möchte ich aber auch auf den Teil eingehen, in dem es um den Polizeibeauftragten ging. Denn wir mussten natürlich zur Kenntnis nehmen, auch schon durch die Presse, dass die Einrichtung des angedachten Bürger- und Polizeibeauftragten zumindest bei Teilen der gewerkschaftlichen Vertreter der Polizei auf Ablehnung stößt. Und ich kann das, und das will ich ausdrücklich auch erst einmal sagen, ich kann das auch erst einmal nachvollziehen. Weil das wird ja nicht einfach nur gesagt, das wird ja auch begründet. Und es wird damit begründet, dass man der Auffassung ist, dass die Polizei womöglich stigmatisiert wird, unter Generalverdacht gestellt wird. Und ich möchte ausdrücklich sagen, ich habe größten Respekt vor der Arbeit der hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Größten Respekt. Wir können dieser Institution doch gar nicht dankbar genug sein. Die Menschen, die man jederzeit zu Tag und Nacht anrufen kann, und wenn Not am Mann ist, sie bitten kann, vorbeizukommen und zu helfen. Ich glaube, viele von uns, vielleicht alle von uns, ich weiß es nicht,
haben vielleicht schon mal eine Tag- und Nachtschicht bei der hessischen Polizei gemacht. Wenn man weiß, was das nicht nur auch für Anstrengungen im Alltag sind, was das auch für körperliche Anstrengungen sind. Ich kann wirklich dieser Berufsgruppe nicht genug Respekt zollen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, noch einmal diese Berufsgruppe, die eben Kritik geäußert hat, noch einmal in spezieller Art und Weise heute hier in dieser zweiten Lesung auch anzusprechen. Denn ich möchte nicht, dass Sie denken, dass wir Sie unter einen Generalverdacht stellen. Ganz und gar nicht. Ich glaube, es gibt keinen, der weniger betrübt ist als die hessische Polizei darüber, dass es Einzelne in ihren Reihen gibt, die die Gesamtinstitution diskreditieren. Und wir sehen die Möglichkeit, in einem Polizeibeauftragten das Vertrauen in staatliche Institutionen zu stärken. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir uns auch nur wünschen, dass das von Seiten der Kritiker auch gesehen wird. Das ist unsere Intention. Und eins will ich auch sagen, tatsächlich ist es so, wir haben dieses Ansinnen ja schon in unserem Koalitionsvertrag stehen. Wir setzen am Ende einen Punkt im Koalitionsvertrag um. Das ist das Ziel einer Koalition, dass man seine Aufgaben abarbeitet. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir, wie Jürgen Frömmrich eben auch sagte, jetzt auf der Zielgeraden sind. Wir haben die Anhörung zum Anlass genommen. Ich fand es übrigens auch bemerkenswert, dass jemand, der eben selber ankündigt, noch Änderungsanträge einzureichen, uns vorwirft, dass wir noch einmal nachbessern müssen. Ich finde, das ist das Normalste der Welt. Und es sollte auch, ehrlich gesagt, selbstverständlich sein, wenn man eine Anhörung hat und feststellt, es gibt einen Änderungsbedarf, dass man dem irgendwie auch nachkommt. Das ist zumindest mein Verständnis und das Verständnis der Koalition von parlamentarischer Arbeit. Also wir bessern nicht nach, sondern wir nehmen das, was gesagt wird, ernst und setzen es am Ende und politisches Handeln um. Es sind zwei Punkte, es ist schon genannt worden. Es geht am Ende um die Frage, auf wessen Vorschlag der Hessische Landtag den Polizei- und Bürgerbeauftragten wählt. Da war vorgesehen, dass das auf Vorschlag der Landesregierung erfolgt. Wir wollen, dass das zukünftig auf Vorschlag der Fraktionen erfolgt. Ich halte das für richtig. Wir haben das in der Anhörung mitgenommen. Warum? Weil diese Institution eben auch beim Hessischen Landtag angesiedelt ist. Das macht dann auch Sinn, dass das hier aus dem Hessischen Landtag heraus auch gewählt wird. Das Zweite ist, wir wollen noch einmal eine klare Abgrenzung zum Petitionsrecht machen. Und auch das halte ich für richtig, denn auch das hat die Anhörung gezeigt. Es gibt ja, wenn man ehrlich ist, sehr unterschiedliche Konstruktionen, wie das so alles abläuft bei den einzelnen schon vorhandenen Bürgerbeauftragten. Zum Teil ist das, würde ich sagen, fast einfach ein großes Petitionsreferat. Das wollen wir eben ausdrücklich nicht, weil unser Bürgerbeauftragter ja auch besondere Aufgaben hat. Und deswegen ist diese Abgrenzung richtig. Und im Übrigen trägt es, und das glaube ich, kann ich auch Birgit Heitland sehe ich als Sprecherin der CDU-Fraktion, ich glaube, das ist auch im Sinne aller Mitglieder des Petitionsausschusses, dass es da eben noch mal eine klare Abgrenzung gibt, weil wir die Arbeit des Petitionsausschusses ja übrigens auch sehr schätzen und insofern auch nicht wollen, dass es da Konkurrenzsituationen gibt. Und der Bürgerbeauftragte ist kein Novum in Deutschland. Hessen wird das vierte Bundesland sein, das diese Einrichtung hier etablieren wird. Ich bin mir relativ sicher, dass weitere Bundesländer folgen werden. Und wir sehen den Bürger- und Polizeibeauftragten eben als einen, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, als einen weiteren Baustein für ein niedrigschwelliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Ende geht es um die Stärkung der Glaubwürdigkeit in unsere demokratischen Einrichtungen. Das ist gut und richtig. Gut, dass wir diesen Weg jetzt gehen. Ich bin mir sicher, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen werden es uns danken. Und wenn der eine oder andere diesen Weg mit uns gemeinsam gehen möchte, dann sehr gerne. Und wir freuen uns auf die dritte Lesung und insbesondere dann, wenn wir das Gesetz auch endlich verabschieden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wallmann. Das Wort hat der Staatssekretär Dr. Heck. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will die Debatte nicht verlängern. Es ist ja eine Initiative, die aus der Mitte des Landtags kommt. Die Landesregierung hat hierzu bereits am 2.9. Stellung genommen, sowohl der Innenminister wie auch der Chef der Staatskanzlei. Ich kann nochmals betonen, dass wir als Landesregierung dem Bürger- und Polizeibeauftragten schon jetzt unsere Unterstützung zusagen. Wir verstehen ihn als
Ergänzung und eine unbürokratische und unabhängige Anlaufstelle für die Anliegen von Menschen, die das Vertrauen in unsere Behörden weiter stärkt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Kollege Jürgen Frömmrich hat sich noch gemeldet. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich nicht gemeldet, um noch einmal inhaltlich hier in die Debatte zu gehen. Aber ich will doch schon einmal sagen, ich bin im Übrigen gewohnt, dass ich von der FDP und von Herrn Hahn insbesondere beschimpft werde. Hier, das gehört zur Berufsbeschreibung eines parlamentarischen Geschäftsführers. Damit kann ich gut leben. Das ist nicht mein Problem, Herr Kollege Hahn. Dass Sie aber hier in der Art und Weise, man muss ja nicht einverstanden sein mit dem, was die Bürgerbeauftragte aus Baden-Württemberg hier vorgetragen hat. Ich war mit dem einen oder anderen auch nicht einverstanden, was sie vorgetragen hat, insbesondere an den Punkten, wo sie unseren Gesetzentwurf kritisiert hat. Aber dass Sie in einer derartigen Art und Weise einen Gast unseres Hauses und Anzuhörende sind Gäste unseres Hauses herabwürdigen und diskreditieren, das geht gar nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das geht gar nicht. Und das würde ich noch hinnehmen. Ich habe das hier gerade aus Zwischenruf vom Fraktionsvorsitzenden der AfD gehört. Da würde ich noch sagen, okay, Schwamm drüber. Ich weiß ja, woher es kommt. Aber über Anzuhörende, die von uns eingeladen werden als Gäste und auf deren Expertise wir uns stützen wollen in unseren Gesetzgebungsverfahren, in dieser Art und Weise herabzuwürdigen, ist für einen Vizepräsidenten des Hessischen Landtags unwürdig. So, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist die dritte Lesung beantragt. Damit ist dieser Punkt soweit erledigt. Wir gehen in die dritte Lesung.